Hallo, meine großambitionierten Geschäftsleute und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel auf dem Kanal. Lauten Big Ambitions. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren. Mein Englisch ist leider immer ein bisschen, nicht ganz so toll. Aber ich kann sehr viele logische Schlüsse ziehen und sowas. Aber sprachlich gesehen habe ich immer sehr Probleme mit Fremdsprachen leider. Was mich ärgert, insbesondere das Aussprechen. Häufig verstehen es nicht mal die Problematik, dieses Aussprechen damit. Das ist irgendwie so, weil dann sich immer dieses Deutsche logisch durchsetzt. Und das ist dann immer, was mich ärgert, total ärgert. Genau, Big Ambition, sag's ja schon, große Ambition. Da ist, ist vom Entwickler und Publisher Hofgard, was war das? Gaming, irgendwie sowas? Hofgard Gaming, irgendwie so in der Richtung? Hofgard Gaming, glaube ich, was? Hofgard Gaming, genau. Hat so ein bisschen Sims-Flair, ein bisschen soll es einen GTA-Touch-Charme und aber auch so ein bisschen wirtschaftsmäßig unterwegs sein. Ist noch alles in Early Access, ist in 0,1, Build 17.18, Beta 9 wird demnächst released. Hier ist dann auch noch eine Roadmap. Oh, die Roadmap leider nicht da, wo ich möchte. Early Access Options at Game Speedbrand. Da müsst ihr dann mal selber gucken, da gibt es aber schon ein bisschen was wann ist. So ungefähr im Mai kommen soll es dann weitergehen. Dann mache ich da mal wieder zu, gehen wir hier wieder rüber. Da gibt es dann also auch schon ein bisschen was. Ich bin gespannt, ich wollte mit euch einfach mal reingucken. Hab jetzt gerade, genau heute ist dann auch gleichzeitig Punch Club zu Ende gegangen. Leider ein sehr unangenehmes Ende, dass ich irgendwie nicht so, weiß ich, so zufrieden bin. Wollte jetzt aber nicht gleich schon wieder eine Runde Punch Club hinterherkommen, weil ich da auf jeden Fall noch eine zweite Staffel machen möchte. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier bei großer Ambition rein. Dann starten wir natürlich gleich. Ich habe euch natürlich wieder zugelabert. Wir sind ja neue Spieler, auf jeden Fall Story-Modus spielen. Das hier noch nicht. Vielleicht machen wir hier auch mal noch eine andere Staffel. Aber was wir auf jeden Fall spielen werden, ist auf schwer. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist, aber wir haben die Möglichkeit, also machen wir das. Beginne deine Reise als Unternehmer mit Hilfe und Anleitung von deinem Onkel Fred. Okay, Fred ist da. Wir machen Spiel starten. Jetzt haben wir hier... was nimmt man da? Ich versuche mal ähnlich meinem im Bild. Also hier, das bin ich jetzt. Nein, Spaß, so ganz jetzt auch nicht. So ein bisschen so, ja, schon ein bisschen auch so. So kann man sagen. Das sieht irgendwie so. Schon so ein bisschen. Die Nase ist noch ein bisschen klein eigentlich in meiner Verhältnis, aber ich glaube, da kommt noch einiges, was man machen kann. Ist jetzt gerade nicht da, glaube ich, ne? Okay, hier ist noch nicht viel Auswahl. Eigentlich bei mir so, ja, so dunkelblond, ja. Was mir fehlt, ist hier jetzt bartmäßig irgendwie was. Okay, nee, das sieht jetzt alles sehr grauenhaft aus. Also da sieht die Frise am Anfang am besten aus. Dann nehmen wir die hier mal. Was haben wir denn noch? Genau, wir können jetzt hier noch sagen, dunklet, hellet. Das sieht jetzt aus, als ob ich mir Polyester extra drumherum gemacht habe. Ich würde schon... Anzug bin ich nicht ganz der Typ. Also was ich cool finde, ist Hemd und Weste zum Beispiel. Das mag ich. Ja, das wäre schon so ein bisschen mein Stil in der Richtung. Oder das hier so mein Deadpool-Hoodie, den ich habe. Aber das sieht mir dann doch ein bisschen zu leger aus. Also ich würde gerne schon so ein bisschen fescher das machen. Machen wir ein dunkles Dings da, Booster. Wir nehmen auf jeden Fall Jeans. Ja, so dunkle Jeans. Und dann die Schuhe. Der fällt mir nicht. Doch. So sieht gut aus. So können wir das mal lassen. Ich hoffe, da kommen auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten dazu. Das wäre natürlich was ganz Cooles. Oh, Name des Charakters. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Ah, okay, mit Vor- und Zunamen am besten. Okay, das passt. Dann, wie heißen wir denn? Naja, wir können jetzt nicht schon wieder Lollig nehmen. Lollig ist auch irgendwann mal nach einer Weile langweilig. Wir nennen uns Matthew. Warum müssen wir den immer amerikanisch machen, ne? Meine ich immer amerikanisch auch immer langweilig. Wir machen jetzt nicht Matthew, wir sind der Matthias. Matthias. Eigentlich Matthias wird ja so gesagt, ne? Matthias. Weil Matthias ist ja mit Doppel-T dann eigentlich. Matthias. Matthias. Ist ja eigentlich schon? Nie. Genau. Das ist jetzt mal der Name
Also mein realer Name kommt dem Namen ähnlich in einem anderen Land, also auch so von der Häufigkeit. Und in Deutschland ist es ja, wir sind ja Hans. Und wie nennen wir uns denn per Nachnamen? Also wir sind der Hans. Hans, Hans, Hans. Schlaufenberg. Wir sind der Hans Schlaufenberg. So, Hans Schlaufenberg ist rübergegangen nach Amerika und möchte sich dort jetzt was aufbauen. Er kommt aus Deutschland ursprünglich. Er ist der englischen Sprache wesentlich mächtiger als ich. Dadurch kann er alles so verstehen. Dann gehen wir auch schon hinein ins Spiel. 3 Monate ist es her, dass Oma gestorben ist. Ich weiß, dass ich jetzt mit 18 Jahren erwachsen bin. Aber trotzdem. Es fühlt sich so beängstigend an, dass niemand da ist, um sich um Dinge zu kümmern. Jetzt gibt ihr noch eine gute Sache. Bei der Beerdigung fragte mich mein Onkel Fred nach meiner Telefonnummer. Er sagte, er wolle mir helfen, auf die Beine zu kommen. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber ich schätze, er gehört doch zur Familie. Ja, der eine Onkel, von dem immer viele geträumt haben, oder das eine Familienmitglied, was dann einen aus der finanziellen Misslage helfen könnte, haben sich bestimmt schon mal einige vorgestellt. Hundertprozentig. Ein Kaffee bringt dir einen kleinen Energieschub. Also mir bringt ein Kaffee eigentlich gar keinen Energieschub, weil Kaffee wirkt bei mir nicht. Ich trinke den jetzt auch gerade um 23.36 Uhr und danach gehe ich einfach schlafen. Okay, wir sind in der 3rd Street 21. Hey Kid, I hope you're feeling Kleiner, better. Ich hoffe, es geht dir besser. Wie auch immer, ich habe mit meinem Freund gesprochen. Richard, ihm gehören ein paar Gebäude in Hell's Kitchen. Der ist eine ziemlich große Nummer unter dem Strich. Hat eine billige Wohnung, die du dir wahrscheinlich leisten könntest. Es ist nicht viel, aber es wird reichen. Okay, gut. Also das ist jetzt so sehr cool. Also erstmal, du kannst, wie es scheint, hier jedes Gebäude anklicken. Stadtteil Hell's Kitchen, zur Miete verfügbar, im Privatbesitz, geschlossen, öffnet. Da ist, was ist denn das da? Ein Einrichtungshaus. Das hier ist Wohnen. Wohnen, Supermarkt. Okay, sieht aber interessant aus. Hier sind wir, da sitzt das eine Bank. Da könnten wir uns jetzt, glaube ich, hinsetzen. Schlafen klicken. Okay, wir können auch da schlafen. Okay, mittlere Maustaste ist bei mir Autolaufen. Laufen kann ich nicht mit WASD, also entweder ist mit Maus klicken. Ach ja, meine Kamera kann ich so ein bisschen hin und her drehen mit der rechten Maustaste. Wir haben unser Beatbone 1.0, da haben wir Personal. Was ist das? Persönliche Ziele. Führe ein erfolgreiches Unternehmen vom Typ Einzelhandel, erreiche eine Bewertung von 1 Million Dollar. Beschäftige mindestens 10 Mitarbeiter, Miete, bla bla bla. Also da ist eine ganze Menge was zu machen. Das ist unsere Energie, das ist unser Hunger, das ist unsere Zufriedenheit. Wir haben keine Wohnung, da ist schon mal minus 50. Erster Tag in New York, 23 Stunden verbleibend, okay. Wir sind Hans Schlaufenberg, wir haben ein Gesamtvermögen. Hier haben wir ein paar Kontakte. Das ist mein Onkel, das ist New York Auto Tow Service Spezial. Also die können mich abschleppen. Employees ist so wahrscheinlich, was wir haben. Bitsman ist was unser Unternehmen, Immobilien. Dashboard. Ah, okay. Marktinsider. Oh, cool. Importpreis in der... Ach, du Heilige, das ist ja... Oh, das wird ja schon... Ja, Germant-Distrikt, Hell's Kitchen, Murray Hill und Meat Town. Mit Ton. Mittelschicht, Arbeiterschicht, 0%, Oberschicht, 94%. In Meat Town sind... Ach so. Okay, hier im Germant-Distrikt sind eine Menge Arbeiter. In Hell's Kitchen ist mehr so die Mittelschicht. Murray ist so auch wieder... Ah, okay. Interessant. Okay, gut. Ja, dann gehen wir mal zur 3rd Street 45. Und gucken mal, was da so Schönes gibt. Zur dritten Straße 45. Ja. Mal, wir gehen jetzt erstmal dahin. Wir könnten jetzt hier überall rumklicken. Und da zum Beispiel haben wir Wohnen, da haben wir Agentur für Webentwicklung und sowas. Ich finde, es sieht schon alles sehr interessant aus. Oh, warte mal, wir haben uns schon überrannt. Okay, also hier haben wir Grundfläche 54 Gesamtgröße, Zustand, Durchschnitt, Marktwert 26 Millionen, Kundenkapazität, Verkehrsindex, Stadt Kargermant, Distrikt. Kaufangebot für Gebäude sind. Okay, wir können auch Gebäude kaufen. Das ist interessant. Tägliche Miete beträgt 44 Dollar. Warte mal, wenn du 30 Tage hast, dann geht eigentlich. Ne? Kommt auch auf die Größe an. Warte mal, wenn du jetzt 30 Tage bist, bei 120 Dollar ungefähr. Ne? Ja, 120 Dollar, 142 Dollar. Das geht eigentlich.
So, von mir gemietet. Wir haben jetzt dann schon mal die Kaution und elektrische Geräte dann gemacht. So, dann schließen wir mal. Dann können wir ja jetzt hier reingehen. Okay, das ist unsere Bude. Ja, ne, nein, hör mal auf jetzt nur rumzulaufen. Mach mal die Tür zu jetzt und jetzt ist Schluss hier. Also, wir haben kein Klo, wir haben gar nichts. Wir könnten einen Innenarchitekten, da könnten wir eine Wand, einen Fußboden könnten wir mal. Also, wir könnten hier so ein bisschen was umgestalten. Okay, ich finde schade, dass das jetzt so ein bisschen sehr steril nach außen ist. Ich hätte jetzt gehofft, dass du so ein bisschen nach draußen kannst. Aber na gut, ist jetzt halt erstmal so, ne? Was ist das hier so? Da können wir jetzt auch nichts weitermachen. Ein Witzmann öffnen, was kann ich jetzt hier noch machen? Können wir bestimmt Sachen dann noch kaufen. So, pass mal auf, wir gehen jetzt mal Standardbett so. Wie spät haben wir denn? 8 Stunden. Wenn wir jetzt 8 Stunden schlafen, dann ist es 6 Uhr morgens. Ja, machen wir mal einschlafen. Wir lassen mal den zweiten Tag. Gesamtgewinn 0, Unternehmen 0. So, wir haben es jetzt 6.22 Uhr. Oh, ein bisschen später, als bei mir sonst der Wecker klingelt. And, I also transferred ich habe ein wenig Geld auf dein Bankkonto bewiesen, weil ich sicher gehen möchte, dass du etwas zu essen bekommst. Okay, versprich mir. Wo ist jetzt mein Bankkonto? Wir gehen jetzt erstmal raus. Ja, wir machen heute jetzt erstmal hier so ein bisschen. So, wir sind wieder draußen. Ich kaufe einen Standardkühlschrank aus dem örtlichen Einrichtungshaus. Stell den Kühlschrank in deine Wohnung, geh zum örtlichen Supermarkt, kaufe mindestens 3 Packungen frische Lebensmittel. Fülle den Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln, ist etwas. Aber warte mal, da wird mir was angezeigt. 128 Meter, gibt es etwas. Aber wir müssen das. Ich mag das nicht so weit aus, das gefällt mir nicht ganz so. Was ist das hier so? Geschlossen in 3 Stunden. Bekleidungsgeschäft. Können wir da vielleicht neuere Klamotten kaufen? Wäre natürlich cool. Ja, Autos finde ich auch ganz schnieke so gemacht, aber es sind glaube ich eher so amerikanische Modelle, ne? So, warte mal, wir können jetzt hier und dann müssen wir da rüber. Hey, Fußgänger! Genau, Fußgänger, sehr schön. Ah, okay, hier gehen wir, öffnet erst in 2 Stunden. Macht also erst um 9 auf. Wollen wir mal hier zum Schlafen klicken? Wie jetzt zum Schlafen klicken? Was? Schlafen gehen? Nein, ich will nicht schlafen gehen. Ja, Mann, guck mal, was ist das hier? Alter! Ach du Heilige. Na gut, das geht ja jetzt noch. Ist nicht ganz zu groß, aber was jetzt noch nicht ist. Oh, guck mal, hier haben wir sogar einen Hafen. Oh, ein Boot. Können wir ein Boot kaufen? Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Okay, hier sind die ganzen Stationen. Da wohnen wir, da sitzen wir gerade. Okay, das ist Google Maps. Google Maps. Okay, das finde ich schon wieder cool gemacht. Google Maps möchten wir mal schließen. Wir gehen mal. Was ist das hier geöffnet? Schließt um 14 Stunden. Schnellrestaurant. Nee, da wollen wir jetzt ja mal nicht rein. Das ist belegt. Oh, guck mal, da kannst du dir sozusagen Wohnungen holen. Roasted Ink. Café. Oh, der sieht ja irgendwie cool aus. Das ist wahrscheinlich so eine kleine Nachbildung von einem älteren Porsche, ne? So ein Porsche-Modell. Ich glaube, die sahen auch irgendwie so. Oh ja, ja, ich bin auch jetzt nicht gerade. Ach, da würden mich wahrscheinlich einige hassen. Ich bin jetzt auch nicht so der Autotyp, ne? Also Autofahren ja und alles, ist kein Problem, aber auch jetzt nicht gerade immer konform, wie man fahren sollte. Aber ja, ne? Nein, nicht in die mittlere. Lass mal die mittlere. Ich will mal mit der mittleren drehen. Was haben wir jetzt hier? Das ist gehört Lefra Group Stadtteil, das zum Wohnen. Also hier hast du eine Menge Mietsachen. Wir könnten also auch. Ich weiß ja nicht, auf was ich gehen möchte. Ne? Also ich habe noch gar keinen Plan. Ich bin jetzt hier gerade erstmal. Oh, warte mal, müsste ja gleich alles offen haben. Wie war denn das genau? Ich könnte jetzt auch so machen. Ah genau, mittlere Maustaste ist laufen und ich brauche nur sozusagen so bewegen. Das gefällt mir auch ganz gut. Ich würde gerne über WASD laufen. Das wäre halt irgendwie cool so. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, gleich da. Ne? Genau, da hinten ist das Ganze. WASD laufen wäre schon cool. Kann man das einstellen? Ja, wir machen das mal so ein bisschen zusammen. Bewegen. WASD, doch, geht doch. WASD, warum kann ich denn das nicht nutzen? Ach so. Point Click ist noch nicht entwickelt, wird nicht vollständig unterstützt. Aber warum mussten wir immer nur Point-and-Click machen? Guck mal. Aber guck mal, der
Also sprich, WASD ist doch gar nicht drin, oder was? Ich kann doch gar nicht WASD machen. Er sagt ja WASD, aber... Nee, funktioniert nicht. Na gut, gehen wir mal da rein. Wenn da jemand einen Tipp dazu hat, gerne in die Kommentare schreiben. Wäre auf jeden Fall mal sehr angenehm zu wissen. So, warte mal, hier ist so ein Kühlschrank für 1800. Okay. Bestellung aufgeben. Ja, den nehme ich mal mit. Den habe ich mir da an diese Kiste eingepackt, ne? Und jetzt gehe ich wieder raus. Okay. Weil ich guck mal hier quer über die Straße. So. Jetzt scheint es hier grün zu werden. Gehen wir hier wieder rüber. Jetzt gehen wir wieder da lang. Und dann bringen wir das mal rein. Finde ich ja mal richtig interessant. Also jetzt allein der Anfang ist jetzt wieder... Ich merke ja bei solchen Spielen immer den Anfang. Ich liebe es ja auch. Gothic ist ja so mein allererstes PC-Spiel gewesen. Bla 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 bla. Da ich auch immer geliebt. Also der Anfang ist immer so, da ist alles von vorne, alles neu, alles geht von vorne los. Ist das jetzt die Küche oder ist das hier die Küche? Jetzt die Frage, ne? Wir bräuchten ja auch eigentlich ein Bad. Das sieht mir eher wie so ein Bad aus. Ich würde mir hier die Küche mal reinmachen. Platzieren. Kann man den auch drehen? Meistens ist er drehen. Ah, sehr schön. Genau. So. Ne, weißt du was? Komm, wir machen mal den hier gleich hin. So. Blum. So, dann müssen wir jetzt... Standard Kühlschrank ist leer. Jetzt gehen wir wieder raus. Jetzt gehen wir einkaufen. El Gato Foodmarkt. Ich weiß ja noch echt nicht mehr, auf was wir jetzt eigentlich eingehen wollen. Was wir eigentlich überhaupt erreichen wollen. Ach ja, wir haben noch 994 Dollar. Na, sehr gut. Damit können wir uns bestimmt ein Geschäft kaufen. Ich wette mit euch, wir müssen jetzt mal arbeiten gehen. Ah, Hilfe! Nein, das war gerade noch grün. Ah! Okay, wir müssen... Deswegen würde ich gerne eine andere Ansicht haben. Das wäre mir lieber. Warte mal, da ist ein Einkaufskorb. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Okay, wir müssen frische Lebensmittel kaufen. Ja, also einmal... Zweimal, dreimal so. Dreimal frische Lebensmittel erstmal kaufen. So, dann gehen wir mal. Ich war zuerst da. Hier 20 Dollar. So, okay, dann gehen wir jetzt mal dahin. Jetzt sind wir fertig und jetzt geht's wieder los. Oh, warte. Hier. Kann ich hier irgendwie die Ansicht ändern? Ich würde gerne wirklich eine andere Ansicht noch haben. Da ist noch. Wir achten auf die Ampel. So, grün. Wir können rüber. Also, wir müssen ja auch ordentlich mitlaufen, ja? Wir müssen auch ordentlich machen. So, jetzt gehen wir unsere Essen da reinpacken. Boah, dann haben wir ja nur frisches Essen. Wir brauchen ja noch einen Herd und alles, oder nicht? Oh, Hallöchen. Sehr schick, aber ich bin eher so ein Fan. Ich mag... Jetzt kommt wieder Thema. Ich habe keine Ahnung von Autos so richtig. Also vom Ford, den großen Bus und den neuen Sitzer, den finde ich zum Beispiel extremst Hammer. Das ist eher so mein Ding. Aber auch nur wegen der Familie bei mir. Also ich habe eine größere Familie. Deswegen finde ich das cool. Ansonsten SUV zum Beispiel bin ich gar kein Fan. Ist überhaupt nicht meins. So, ist etwas. Frische Lebensmittel essen. So, wir sind fertig. Gut. Besorge dir einen Job. Hey, nur. Ja, Kleiner, ich habe deine erste Monatsmiete bezahlt. Aber das war's, okay? Du musst da raus und dir einen Job suchen. Egal welchen, du brauchst gerade auf jeden Fall einen Gehalt. Jetzt kannst du mich nicht einstellen? So, also wir gehen... Warum müssen wir jetzt eigentlich dann immer... Oh, ja gut, ist halt die Story. Wir müssen jetzt in den festgelegten Supermarkt gehen. Was bist denn du hier eigentlich? Schließt? Schnellrestaurant. Ah, okay. Die Restaurant ist auch nicht meins. Ich will kein Restaurant. Five Cups? Ja gut, jetzt sind wir im Elgato Foodmarkt Einkaufsladen. Sollen wir jetzt einkaufen gehen? Ja, okay. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier warten. Jetzt ist gerade... Kann ich hier nicht irgendwo eine Ampel gucken? Genau, warte mal. Wir müssen mal da gucken. Jetzt, da ist rot, dann können wir rüber. Lalalala, so, Hallöchen. Ich suche... Ah, da, Stellenangebote. Gut. Verantwortlich für die Bedienung der Kunden an der Kasse. Stundenlohn 25 Dollar. Alter, daraus. Wir haben Freitag nur... Wir haben nur einen freien Tag? Das ist aber mies. Okay, machen wir mal so. Jo. Dich selbst zuweisen. Bestätigen, so. Meine Schicht hat begonnen. Okay.
Lololololololol. Na, dann komm mal her, mein Freund. Kommen Sie mal rein, können Sie rausgucken. Ich bediene Sie hier heute am Tresen. Wenn Sie Hunger haben, sagen Sie Bescheid. Wer bist denn du? Nee, das bin ich doch gar nicht. Ich dachte, ich bin das. Deine Schicht hat noch nicht begonnen. Achso, meine Schicht hat noch gar nicht begonnen. Wann hat denn meine Schicht begonnen? Heute freier Tag. Morgen. Achso, morgen habe ich Schicht. Musste einfach nur mal gucken. Okay, ja. Wir haben frei. Was machen wir denn jetzt für Schreck? Wir haben 970 Dollar. Wir haben frei. Wollen wir feiern gehen? Ich war schon lange nicht mehr feiern. Meine Güte, kann man irgendwo feiern gehen? Wie spät ist es? 14:39 Uhr. Ja, wir müssen morgen wieder früh da sein, ne? Da müssen wir auch gucken, dass wir nicht zu lange unterwegs sind. Was ist denn das hier? Da ist ein Restaurant. Können wir mal hier auf Map oder irgendwas so gehen? Ah, guck mal, da sind wir gerade. Elgato. Was haben wir denn hier alles? Was bist denn du? Du bist Philipp Webdesign. Okay, da haben wir so ein bisschen Webdesign. Hier können wir so ein bisschen in den Park gehen. Was haben wir hier so? Gut, hier ist jetzt alles so ein bisschen größer und so. Guck mal, das ist der Broadway. Wollen wir ein bisschen auf den Broadway gehen? Können wir uns hier so ein Ziel festlegen? Warte, was ist denn das hier so? Wohnen? Ah, guck mal. Coole Sache. Lagerhaus, so Einzelhandel. Das sind so Büros. Besondere Einrichtung. Haus, eine Bank. Autohändler, Möbelhaus, Krankenhaus, Import, Export, Marketing, Geschäft, bla bla, Schule, Großhandel, Tankstelle, LKW-Werkstatt, Gebäude zum Verkauf. Genau, können wir mal so alles anmachen. Bundessteuerbehörde. Aktive Unternehmen. Guck mal, was gibt es? Wir können Bekleidungsgeschäften, Café, Schnellrestaurant, einen Florist, Geschenkladen, Juwelier, Anwaltskanzlei, Wein und Spirituosen. Und ich mache mal so ein Wein- und Spirituosengeschäft. Agentur für Webentwicklung. Hört sich auch interessant an. Wie sieht es denn aus mit dem Wein- und Spirituosen? Na, das geht so. Da sind schon ein paar. Agentur für Web, da gibt es schon ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir die ganze Karte mal schön bunt gemacht. So. Ja, ist eine Menge los, ne? Guck mal, das ist, glaube ich, so ein Lagerding, wa? Oder du siehst mir jetzt aus, warte mal, das sieht mir aus nach Import-Export-Ding, wa? Genau, Import-Export sieht mir das aus, genau. Und das ist dann da auch Import-Export, Import-Export, Import-Export. Nennt man so ein bisschen. Also das ist eine Agentur für Webentwicklung, okay. Ja, warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Wo standen wir nochmal gerade? Da stehen wir. Können die Straße mal hochgehen, dann kommen wir eigentlich mal auf den Broadway. Ah! Da werden wir gleich mitgenommen, weil wir ab hier oben fahren. Was das heißt, Ziel festlegen? Achso, um 4 Meter. Naja, okay. Nö, da haben wir jetzt erstmal nichts weiter. Gut. Wir müssen morgen dann wieder arbeiten. Miete haben wir jetzt überwiesen. Tag 2. Und dann müssen wir warten, bis dann der ganze Kladderadatsch reinkommt. Also ist jetzt so ein Spiel, wo es so nach und nach auch mit der Zeit halt funktioniert, ne? Ich wollte einfach mal ganz kurz auf dem Broadway mal vorbeischauen. Ist aber schon doch ein bisschen interessant. Na, guck mal, hier wird gerade gebaut. Ist alles schickimicki gemacht. Ja, ist noch so ein Restaurant. Sieht nach, dass wir hier grün haben, ne? Genau so. Guck, jetzt sind wir jetzt doch gerade so ein bisschen im Park. Und das war jetzt witzig, der Effekt gerade. So, Hallöchen! Jetzt gehen wir ein bisschen in den Park. Was können wir jetzt hier so machen? Warum kann ich denn da nur schlafen? Wäre immer cool, wenn ich einfach nur sitzen könnte oder sowas. Hallo, hallo. Kann man hier reinlaufen? Ne, okay, da kann man nicht weiter reinlaufen. Kann man überall nur schlafen? Ich will jetzt aber nicht schlafen. Ich wollte jetzt ein bisschen was Spaßiges machen. Wie ist es jetzt noch nicht so ganz so? Ist ja auch noch eine Alpha und sowas alles, aber man muss ja auch herumprobieren. Okay, der sitzt jetzt da. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Sie ausrauben oder so? Kann ich hier auch vielleicht irgendwie was anderes machen außer Jute-Geschäft? Da kann ich vielleicht irgendwie so Kategorie, So, aber wir sind jetzt da. Da ist Broadway. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist Stadtteil Kitchen. Zur Miete verfügbar. Oh, guck mal, hier könnten wir ein Bitsman öffnen. Was kostet denn da ein Gebäude? Tägliche Miete 91. Broadway könnten wir wohnen. Nicht eigentlich vom Preis für, ne? Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist das hier? Belegt. Achso, okay, das heißt, wenn da nochmal was frei ist. Was war das andere da? Warte mal. Was war denn das jetzt hier? Ah, Marketingagentur. Dann wird man öffnen. Hier haben wir nur zum Beispiel von 8 bis 17. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist City bla bla bla. Warum musste ich denn eigentlich jetzt unbedingt den Job angehen? So, pass mal auf, ich will mal nach Hause. Wo komme ich denn jetzt hin? Ach, guck mal, da unten steht sogar meine FPS, wie viel FPS und so. Ich habe das ja übrigens
festgelegt, ne, auf 58. Das ist ja meine höchste FPS. Mehr lasse ich auch gerade gar nicht zu. Wo komme ich denn jetzt eigentlich? Meine Wohnung liegt ungefähr da, wo auch mein, wo mein Laden ist, ne? Ob sitzt denn der da jetzt auf dem Boden? Hallo, meine Freunde! Wie bin ich wie Superman, weil ich renne durch die durch und dann sind sie weg. So, geh mal dahin und dann geh mal dahin. So, jetzt sitzen wir da. Hi, na? Erzähl mal, was denn los so? Mist, ich wollte näher ran, aber irgendwie ging das nicht. Irgendwie näher ran, so? Nee, weiter geht's nicht, ne? Schade. Wir müssen ein bisschen rumprobieren. So, es ist 17 Uhr. Wir müssen mal langsam Richtung Heimat. Hier gibt es eine Parkgarage. Da gibt es ein Auto. Kann man hier irgendwas proben? Was ist denn das jetzt hier so? Schließt in 4 Stunden. Wein und Spirituosen. Okay, was haben wir hier? Ein Café. Einzelhandel. Das ist ein Café. Wohnen. Ich gucke mir mal gerade so ein bisschen durch, ne? Vielleicht finden wir noch mal so einen Laden, wo wir ein bisschen was einkaufen können. Schneller Restaurant? Können wir hier, ne? Gibt es nicht irgendwo noch mal so einen Laden, wo wir was einkaufen? Guck mal, hier ist ein Juwelier. Oh, okay, ein Juwelier. Was haben wir da? The Buzzy. Der Einzelhandel. Einrichtungshaus. Da gehen wir mal rein. Wollen wir vielleicht noch irgendwas kaufen in der Richtung? Nee, ich will da rein. Ah, okay. Hallöchen. Was hast du noch so alles? 1200, 1200, 875, 10.000. Warte mal, das sind jetzt aber Stapel-Einkaufskörbe. Was sind das jetzt alles? Registrierkasse. Okay. Filialleiter, Mehrzweckstuhl. Ah, okay. Gibt's dann, was gibt's hier? Industriekühlschränke. Was ist hier? Eine Salatbar? Eine industrielle Gefriertruhe? Okay, ist jetzt aber nicht so ein, das ist jetzt so ein anderes Ding, war Reinigungsstation. Ah, okay, das ist jetzt eher Kategorie, das ist jetzt nicht für mein Haus, ne? Das ist jetzt eher ein Einrichtungshaus für, wenn es ein bisschen größer werden soll und so für meine Dings. Oder ich habe noch gar nicht das andere Ding da, Bumster. So, hier ist gerade rot, wir müssen kurz eh warten. Ja, er wollte mit euch wenigstens heute noch mal eine Runde arbeiten, damit wir das mal wenigstens gesehen haben. Wir wollen gleich. Ah ja, ist grün. Ja, grüner wird's nicht. Tritt doch mal auf der Hupe, Mann. Nee, warte mal. Wo ist denn jetzt mein, wo ist meine Wohnung jetzt hin? Also, war die, war doch, nee, da war das nicht. Coole Sache, so dieses Kreisverkehr da ist auch ganz cool gemacht. So, warte mal, wo stand ich denn? Wo war denn meine Wohnung? Die war doch hier, ne, in der Third Street runter, ne? Also, ich muss jetzt nicht da rein, ich muss jetzt da lang. Da wird nämlich langsam auch dunkel. Hier irgendwo muss ich ja wohnen. Wo wohnte ich denn nochmal? Schön, wenn man vergessen hat, wo man wohnt. Hat das immer manchmal so ärgerlich. Hört das geschlossen, öffnet in einer Stunde. Da wollen wir nicht. Zur Miete verfügbar? Da wohne ich jetzt aber nicht, ne? Nee, da wohne ich nicht. Ich wohne doch hier irgendwo. Hä? Da! Und warum sehe ich, Mensch, warum sehe ich das Zeiten dieser Teil nicht größer? So, komm, wir gehen mal in die Wohnung. Hier sieht ja sehr voll gefüllt aus, ne? Hier haben wir schöne Klo, hier haben wir alles, was man haben muss. Sieht alles sehr toll aus. Da haben wir eine längliche Deckenleuchte. Was können wir damit alles machen? Ich habe gar keine Ahnung, ne? Ja, warte mal. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Wenn wir jetzt pennen gehen, 12 Stunden wäre es um 8. Wir müssen aber um 8 da sein. Also können wir jetzt um 6 Uhr pennen. Dann sind das mal 10 Stunden, wa? Ah ja, guck mal, da steht es ja sogar drunter. Nee, ich sag mal, wir stehen um 6 Uhr auf. Ja, wir stehen so ungefähr um 6 Uhr auf. Um 6 Uhr stehen aber 2 Stunden, bis wir da sein müssen. Genau, so. Wird wir wenigstens den ersten Tag arbeiten hier. Gesamtgewinn minus 43 Dollar haben wir. Sehr gut. Passt, Wackel und hat Luft. Wir haben jetzt Minus gemacht. Jetzt wollen wir natürlich noch was Schönes futtern. So, wir sind gesättigt. Auf zur Arbeit, meine Freunde. Wir müssen arbeiten hier. Naja, ist ja wie im Real Life. Nur kriege ich keine 24 Dollar Stundenlohn und das ist auch wahrscheinlich noch netto. Was heißt eigentlich Ziel festlegen? Okay, kann ich gar nicht anklicken. Wie gesagt, haben wir nicht vergessen, ist eine Early Access.
Und warte mal. So, jetzt müssen wir mal kurz da gucken. Bis das da, ja, jetzt ist grün. So, dann haben wir jetzt gleich noch ein Stündchen. Also wir müssen ja mal gucken, erstmal gucken. Wir brauchen nicht so lange, also könnte man. Das heißt, wir können uns ja hier auch nochmal hinsetzen. Ja, was machen wir denn da? Pass mal auf, kannst du den kurz vorher pennen? Wir machen nochmal ein Stündchen Nickerchen. So, jetzt haben wir uns nochmal ein bisschen ausgepennt. So. Pünktlich wie wir sind, eine Viertelstunde vorher, ne? Sind wir da? So, wie sieht's denn aus? Kann ich meine Schicht beginnen? Toll. Ah, typisch Amis hier. Genau pünktlich auf der Minute müssen wir das machen. So, jetzt aber. Die Steps zuweisen. So. Und jetzt? Zeit Vorsprung? Warum muss ich jetzt Vorsprung? Müssen wir das jetzt machen? So, kann ich das nicht wegmachen? Hallo? Deine Zuweisung aufheben? Nein, warte mal, ich will weitermachen. Ach so, das geht jetzt nicht anders. Aber ich muss das jetzt machen, okay. Ach so, hä? Aber, nee, warte mal. Wollte ich aber jetzt gerade gar nicht. Ich dachte, man kann... Ist ja doof. Aber die Fenster nicht irgendwie verschieben oder so? Geht das hier nicht? Ah, okay. Ah, okay. Gut, ja, muss ich erstmal lernen, ne? Also hier, was ist denn damit jetzt? Habe ich einen Einkaufskorb? Ne, brauche ich jetzt gar nicht. Komm, wir nehmen mal den Einkaufskorb mit. Tschüss, wir gehen dann mal. So, ja, gut, der Anfang ist jetzt erstmal, ich will jetzt kurz, dass er noch wenigstens den Tag 3 automatisch speichern. Danke dir. Dass wir jetzt einfach nochmal nach Hause gehen. Gehen wir pennen bis zum morgigen Tag dann, dass wir wieder arbeiten gehen. Ich würde gerne die $300 machen. Dann kriege ich 24 und mach das mal 8. Und das ist 160. Dann jeder der schon, ne? Kann man das nicht irgendwie sehen, dass du wie viel du verdient hast? Naja, okay. Pass auf, wir hauen uns mal hin. Wir können dann ja gleich mal bis um. Oh. Ja, machst du so. Wir vorhin haben wir bis 6 Uhr noch gepennt, ne? Einschlafen, 7.15 Uhr. Wumm, haben wir wieder durchgepennt. Ist jetzt erstmal nur so durchsprechen. Irgendwie kann ich da noch nichts machen. Ich werde das mal da so ein bisschen abschauen. So 131 Gesamtgewinn. Wir haben ja auch die Miete bezahlt, also ist das ja eigentlich ein bisschen mehr, was wir verdient haben. So, jetzt gehen wir nochmal schön was essen. Jetzt sind wir schön gesättigt. So, wir haben heute wieder Arbeit. Morgen haben wir einen freien Tag und heute haben wir nochmal Arbeit. Okay. Schnell zur Arbeit! Ihr habt nicht mehr viel Zeit! Alle aus dem Weg da! Wenn wir mal gucken, ob der hält oder ob... Ne, die halten da gerade, ne? Okay, wir müssen noch warten. Okay, jetzt gehen wir rüber. Oh, guck mal, wir passen das genau an, so. Jetzt können wir hier mal rumlaufen. So, jetzt müssen wir warten wieder. Getränkedose, frische Lebensmittel. Müssen wir nachher auf jeden Fall, also nach dem Arbeitstag, müssen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen, ja, müssen wir uns ein bisschen was zu essen mitnehmen, weil der Kühlschrank ist jetzt wieder leer. Aber 100 noch was Dollar am Tag machen, ey, das wäre ja natürlich schon... Oh, warte mal, unsere Schicht hat begonnen. Ha, Quatsch, der da. Dich selbst zuweisen. So, guck mal, jetzt kann ich den ja... Ah, sehr schön, sehr schön. So. Na dann, meine Dame, was haben Sie denn so schön eingekauft? Oh, ging ja sehr schnell. Ich wollte noch gerade... Na, okay. Ja, was haben wir denn noch so feinet? Kommen Sie her, können Sie zugucken. Ah, ein paar Pringles. Ein paar Tampons. Hallo? Kommt da noch jemand? Aha! Da wollt heute Abend wieder Spaß geben, wa? Ach, feuchte Tücher, ja, kein Ufer stehen. Feuchte Klopapier so, mal weiter ans Annehmen, ja. Na gut. Also ist nicht irgendwie nicht so ganz interessant, muss ich sagen. Da fehlt noch so ein bisschen was. Da können wir ja mal die Zeit. Was heißt denn, wenn ich jetzt so mache? Ah, guck mal, wir können doch einfach nur schnell machen, statt. Ist auch interessant, dass du es nur so machen kannst. Oder du machst einfach bis zum Ende der Schicht vorspulen, was natürlich dann das ganze Ding vereinfacht. Was jetzt nicht schlecht ist. So, jetzt haben wir das mal verdient. So, wir haben jetzt alle durch. Passt. Ja, du hast deine Arbeit gut gemacht. Du bist einer vom alten Schlag, ganz wie dein Vater. Ja, der muss ungefähr so alt wie du gewesen sein, als er seine erste Firma gegründet hat. Hey, falls du Geld brauchst, um etwas zu starten, kann dir ein Freund bei Jensen's Capital helfen. Er ist Larry. Frag nach ihm und grüße von deinem Onkel Fred, okay? And be sure to say gut, ja, machen wir. Nimm ein Darlehen auf, finde auf Wuge Metz ein einzelhandiges Gebäude mit maximal 55 Quadratmeter im Garment District und ermiete es. Eröffne einen Geschenkladen. Kündige deinen Job im örtlichen Supermarkt. Okay, machen wir mal gleich.
Erstmal müssen wir jetzt für uns mal ein bisschen Essen kaufen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gehen wir mal hier hin. Ja. Dann Bestellung aufgeben. Hier, da ein bisschen was zu essen für mich. Danke, danke, danke. So, ja, das andere machen wir dann in der nächsten Folge. Da gucken wir mal, dass wir uns einen, dass wir uns da auf jeden Fall etwas Richtung, dass wir uns da einen Kredit holen und dass wir uns dann da unser erstes eigenes Geschäft aufmachen. Wenn man so einfach das hätte, dass man so schnell startet, na gut, wenn du wirklich jemanden hast, der da ein bisschen mithilft, dann geht das eigentlich schon. So, kann man das jetzt platzieren? Ach so, jetzt muss ich das, nee, ach so, warte mal, stopp, 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 nehmen, 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 so. Jetzt bringst du das da rein, genau, jetzt haben wir wieder Essen im Kühlschrank, das haben wir im Kühlschrank, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Dann werden wir uns hier einfach nächsten Morgen über was frühstücken, dann sind wir voll ausgeruht und dann gehen wir ein Darlehen aufnehmen. Wir haben ja eh an den Tag frei jetzt, also morgen haben wir schon einen freien Tag. Und wenn wir gucken, dass wir uns Darlehen aufnehmen, dass wir uns ein schönes Einzelhandelsgebäude machen und dass wir uns dann so langsam ein kleines Geschäft aufbauen. Bin ja gespannt. Bis jetzt finde ich das sehr interessant von den ganzen Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, da haben wir noch eine ganze Menge mehr Paletten. Und da soll ja immer wieder was ein bisschen geupdatet werden. Da werden wir auf jeden Fall auch also einige Staffeln dann noch zur Verfügung haben. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann sehen wir, wie es ja schon steht. Kredit aufnehmen, Gebäude mieten, unseren Geschenkladen eröffnen und dann den Job beim Supermarkt kündigen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie dann ein bisschen an Geld dran kommen. Ja, das war's dann jetzt auch. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.